Willkommen zum Talk. Mein Name ist Christoph Kummer. Liebst du Hochdeutsch, Englisch, Schweizerdeutsch gut? Okay. Woher kommt das mit diesen Lochkarten? Der Ursprung ist eigentlich ein bisschen daher gekommen, dass die Population in Amerika so stark zugenommen hat, dass im 1880 Volkszählung schon 8 Jahre gedauert hat. Es war nicht unbedingt die Volkszählung selber, wo man die Leute befragen und Formulare ausfüllen, sondern es hat 8 Jahre gedauert, die Daten zu analysieren und auszuwerten. Wie das so also ist in Amerika, man hat dann einen Wettbewerb gemacht und hat dann gesagt, man will 4 Distrikte ausgewertet haben, und zwar aus St. Louis. Die eine Aufgabe war, quasi die Daten zu konvertieren von diesen Formularen, die handausgefüllt waren, von den Leuten, die die Daten gesammelt haben, in eine Form, wie sie es gebraucht haben für ihre spezifische Maschine, und dann auch die ganze Auswertung zu machen. Und dann nachher hat man die Stunden gemessen, wo das jeweils gedauert hat. Also man hat gesehen, das hat schon fast 80 Stunden gedauert für die 4 Distrikte in Lochkarten zu stanzen beim Hollerind. Und beim schwächsten Mitbewerber ist das schon fast 140 Stunden gewesen. Dramatisch ist eigentlich die Auswertung gewesen. Wenn man das anschaut, der Hollerind ist da deutlich schneller gewesen als die anderen 2 Mitbewerber. Der Grund ist gewesen, dass die anderen 2 haben ein rein mechanisches System verwendet. Der Hollerind hat ein elektromechanisches System verwendet. Wenn man sich so eine das ist der Herr Hollerind. Später ist aus der Firma Hollerind ist dann Firma Citia geworden und später ist das auch die IBM dann geworden. Das sind eigentlich die Wurzeln ein bisschen von der IBM. Das war also die Maschine, die wir hier hatten. Man sieht hier wunderbar, das ist das Lesegerät. Das ist da quasi, dort hat man die Karten reingehebt und dann den Hebel abgezogen und dann hat es elektrische Kontakt gegeben. Das Ganze war batteriebetrieben gewesen und da hat dann da quasi die Zeller bewegt, indem dass da der Magnet einfach quasi der Zellerreisposition weiterzählt hat. Und da hat man einfach können quasi, wo an welcher Position hat sich CCS wieder aufgezählt. Und so hat man dann die ganze Statistik und Auswertung gemacht. Daten erfasst hat man mit so einem Pantograph. Im Prinzip hat man da die Lochkarte dahin gehabt. Und dann hat man da einen Stift gehabt, wo man dann einfach quasi die Löcher an den entsprechenden Positionen gemacht hat. Da ist das Formular eigentlich eingespannt worden, wo dann quasi pro Haushalt hat es ein Blatt gegeben. Das ist das Gerät ein bisschen mehr im Detail. Und das ist jetzt so die quasi Schablone, wie man dann halt können, die Löcher stanzen. Man sieht auch feine Linien, man sieht auch gewisse Zahlen darauf. Das hat eigentlich sehr stark mit der Lochkarte selber zu tun. So hat die eigentlich ausgesehen. Wenn man die Linien anschaut, das sind eigentlich alles einzelne Datenfelder. Und die Löcher sind dann die einzelnen Werte. Man war sehr schlau gewesen. Man hat dann gefunden, das Finanzministerium hat schon so viel gäbige Karton, um die Sachen aufzubewahren. Man macht doch die Lochkarte genau gleich. Man kann die gleichen Karten verwenden vom Finanzministerium und muss nicht selber irgendetwas Neues machen. So hat die Karte ausgesehen. Die hat dann natürlich eben die Größe gehabt, wie man sie dann später bei anderen Lochkarten immer wieder verwendet hat. Das ist eigentlich der Ursprung von dieser Größe. Das ist jetzt so, wie man die Löcher gehabt hat. Also man hat 12 Löcher oben runter gehabt, 24 Löcher in die Breite. Nochmal da die Felder. Wenn man jetzt das quasi in die einzelnen Datenfelder mal rein schaut, dann sieht man da, das ist quasi
die Lokation, wo ist die Statistik gemacht worden. Dann haben wir da, was ist man für ein Veteran? Ist man ein Nordstaaten- oder ein Südstaaten-Veteran? Ist man bei der Marine gewesen oder ein Soldat? Oder keiner? Dann, eben, was ist man in diesem Haushalt? Ist man der Vorstand? Ist man die angeheiratete Frau? Ist man ein Kind? Was auch immer. Da die Rasse. Geschlecht. Dann da hat man das Alter, wobei man dann so geschafft hat, man hat da Abstufungen gehabt, 0, 5, 10, 15 und so weiter. Und da innen noch der Offset dazu. Also man hat dann nachher gesagt, wenn man 6 Jahre alt ist, hat man den und den gestanzt. Da hat es noch einen speziellen Flag, MO, das ist dann für den Monat. Also wenn man ein Baby hat, dann hat das ja noch 0 Jahre und dann muss man ja den Monat irgendwie können angeben. Dann haben wir da, was ist der, ist man verheiratet, geschieden? Dann, wie viele Kinder sind geboren von einem? Wie viele Kinder leben noch? Kindersterblichkeit ist jetzt noch eher ein Thema gewesen. Wo ist man selber geboren? Da hat man sich ein bisschen genauer wollen wissen. Und wo sind die Eltern her? Also die Mutter, der Vater? Da hat man es dann nicht so genau wollen wissen. Dann, wie lange ist man in den Staaten? Dann, wenn man kein Staatsbürger ist, was ist man dann? Ist man einfach nur Kurzaufenthalter oder will man da sich einbürgern lassen oder wie ist der Zustand? Da der Beruf, da hat es einfach zwei Felder gegeben und die Kombination von diesen zwei Feldern hat dann den Beruf wieder gespiegelt. Ich glaube, bei mir wäre der nächste Beruf, der hier zutreffen würde, Telegraph-Operator oder so. Dann, wie lange ist man arbeitslos? Also man hat auch schon früher sehr viel wissen von einem. Wie ist die Ausbildung oder wie lange ist man noch dran? Dann, welche Sprache kann man? Und das ist dann eher für Bauern, oder hat man eine eigene Farm? Ist der Farm angemietet etc. pp. 10 Jahre später hat man dann das Problem gehabt, das Sortieren, weil man hat ja gesehen, bei dieser Maschine hat es ja den Hebel gehabt und nebenzu hat es den Randkasten gehabt. Und ich kann mich erinnern. Die Karte hat dann nachher müssen dort einsortiert werden und das war noch ein manueller Task gewesen. Und später hat man gemerkt, das dauert ein bisschen zu lang und hat dann dafür eine Maschine gebaut. Jetzt kommen wir zu dem her. Das ist der erste, der nicht unbedingt Statistik gemacht hat, sondern mal eine wissenschaftliche Anwendung hat machen mit diesen Dingen. Er hat sich da quasi noch, weil er Astronom war, dann noch gefunden, gehabt, ja, es gibt da von dem Herrn Brown, der 50 Jahre vorher ein halbes Buchgestell geschrieben hat mit Tabellen. Und das ist sehr umständlich gewesen, die Position vom Mond zu berechnen. Es ist ja so, dass der Mond nicht nur seine 28-Tage-Zyklus hat, sondern er hat auch einen 1400-Jahres-Zyklus, der dann noch oben drauf spielt. Das macht das Ganze ein bisschen komplizierter und um das einfacher können zu berechnen, hat er das alles eigentlich auf die Lochkarten übertragen. Das hat dann 4 Typen von Tabellen gegeben und die hat er da auf diesen Lochkarten abgebildet. Was man jetzt sieht, ist auch ein bisschen die Weiterentwicklung. Man hat nicht mehr einfach Felder für irgendetwas, weil das Problem ist ja, wenn man die Felder so spezifisch hat, dann kann nur eine Maschine das quasi dann wieder verarbeiten, die vom gleichen Typ ist. Man hat dann das da ein bisschen mehr abstrahiert, und hat dann das eigentlich die Felder immer als einzelne Spalten gehabt und das so aufteilt und nicht mehr auch noch in die Höhe das aufteilt. Die Datenerfassung ist auch schon etwas moderner. Das Gerät ist dann sehr ähnlich mit dem, was ich dann da am Stand habe, wo man auch an seine Lochkarte stanzen, wenn man will. Das war dann so die Kopiermaschine, die sie hatten, für die Lochkarte zu kopieren.
da Sortiermaschine, nicht mehr also vertikal, sondern jetzt horizontal. Und das ist dann eigentlich die sogenannte Tabelliermaschine gewesen, respektive, wenn man so will, ein bisschen der Zentralrechner. Und das Programm hat man dazu mal so gesteckt, also wie bei einer Telefonzentrale für einen. Und das ist dann so ein Drucker gewesen, den man dazu mal verwendet hat. Also man redet jetzt da von den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert. Ich habe jetzt dann noch ein paar Beispiele von Lochkarten. Eben, das ist dann so die nach. Wir haben ja früher noch die 24 Löcher gehabt für Volkszählung. Da hat man dann das schon erhöht auf 36 Löcher. Entschuldigung. Dann ist man auf 45 Löcher aufgegangen. Und danach ist eigentlich das gekommen, was heute eigentlich auch wieder so eine furchtbare Seuche ist. Da hat IBM dann angefangen, das Ding zu patentieren. Hat dann angefangen, die rechteckigen Löcher zu machen und hat dann eigentlich die Mitbewerber bezwungen, etwas anderes zu machen. Die haben dann nachher so gesagt, okay, wir haben grosse Abstände in der Höhe, also können wir das ein bisschen verdichten, also machen wir zweimal 45er Karten in der Höhe, oder? Und haben eine 90er Karte, das sind sogar besser als die IBM. Oder man macht kleinere Löcher und kommt so auf 65, oder? Oder was dann die Engländer gemacht haben, die haben einfach generell Karten kleiner gemacht und eigentlich so den Platz gespart. Das ist nochmal eine Variante von einem englischen System. Und das ist noch so das letzte Überbleibsel, das dann die IBM noch auf den Markt gebracht hat, das ist die 96er Karte. Dann haben wir da so auch die Entwicklung von der Maschine. Wir haben dann 1948 ist die erste Maschine gekommen, wo ich dann da auch die Tastatur habe. Da habe ich das nicht mehr von Hand kodieren. Man hat dann da quasi einen Stapel mit leeren Karten. Das ist da eingezogen worden, gestanzt und gleichzeitig gedruckt und dann da wieder rausgespreizt. Wenn ich einen Fehler gehabt habe, habe ich die Karten rausnehmen und können sagen, da kopiere von 1 bis 44, dort bei 45 habe ich den Fehler gemacht, also kann ich dann nachher bei 45 wieder übernehmen. Also da war nichts mit Backspace und Tippex oder so Sachen. Man sieht da oben noch irgendein Teil, das ist eigentlich auch eine Walze. Auf dieser Walze ist auch eine Lochkarte gestanzt worden, die ist speziell programmiert worden. Weil wenn man dann so Datenfelder hatte, wie Vornamen, Nachnamen, Kundennummern etc., haben die Felder ja eine bestimmte Länge gehabt. Das sieht man auch heute noch bei der IBM, haben zum Teil die Datenstrukturen immer eine sehr fixe Länge von Zeichen. Das kommt auch ein bisschen aus dem her. Und dann hat man das Problem gehabt, ja, wie komme ich ins nächste Feld? Das hat man da oben eigentlich in dieser programmiert und hat danach mit dem Tabulator ins nächste Feld kumpen. Was erstaunlich ist, ist, das Ding hat eigentlich keine Röhre, kein gar nichts gehabt, sondern ist eigentlich ein rein elektromechanisches Gerät gewesen. Und das hat schon Nadeldrucker gehabt. Funktioniert hat das so, man hat da Metallplatte gehabt, die ist gefräset worden und dann hat man die Platte da oben positioniert mit einer Mechanik und da sind dann eigentlich die Seile gewesen, die Drähte, wo dann nachher an die Platten angedruckt worden sind. Wenn es eine Höhe gehabt hat, ist die Nadel quasi durch den Farbband aufs Papier gedruckt worden. Wenn es keine Höhe gehabt hat, hat es nichts gedruckt. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, wir haben jetzt hier in Rot, wo man jetzt die Sachen macht, oder? Man sieht da, gibt es ein X, oder? Der Buchstabe, das ist jetzt die Position bei der Platte. Wenn ich die Platte jetzt verschiebe, dann komme ich ins W über, wenn ich sie nochmal verschiebe, das hat.
Also das ist ein rein mechanischer Speicher, wenn man so will. Dann ist da eine Weiterentwicklung gekommen. Das Ding hat schon Röhren gehabt für gewisse Verarbeitungsschritte. Und das ist dann so die letzte Iteration von diesen Lachstanzengeräten gewesen. Und das Ding hat sogar einen Anschluss gehabt, wo ich dann auch quasi vom Computer Daten bekommen und Lochkarten stanzen und umgekehrt, wo ich dann die quasi Daten kann an den Computer schicken kann. Weil vorher das andere, das sind eigentlich immer Standalone-Geräte. Also man hat früher sehr oft eben Sortiermaschinen gehabt, einen Stanzer gehabt, man hat eine Verarbeitungsmaschine gehabt, das sind immer alles Maschinen gewesen und man hat die Karte von Maschine zu Maschine gedreht. So, was kann man mit diesen Löchern eigentlich alles anstellen? Ja, je nachdem, was es dann ist, ist ja eigentlich wie ein Bit. Ist immer die Frage, was man mit dem Bit dann auch anstellt, wo dann nachher entweder einfach eine Repräsentation von einer Zahl oder Buchstaben ist, oder dann heisst, das ist jetzt eine Multiplikation oder was auch immer. Fiese Sachen. Also wenn ich jetzt so eine Karte in einen Stapel rein tue, dann ist garantiert, dass die in der Maschine hängen bleibt. Also wenn ich irgendetwas am Operator will, nicht tue, kann ich einfach so eine Karte in den Sinne tun. Der Grund ist, man hat höchstens 3 Löcher dürfen haben, wenn das Ganze mechanisch war. Später hat man auf 4 oder 5 Löcher dürfen haben, auf einer Spalte. Das ist, weil die Karte sonst nicht stabil genug ist. Man hat ja nicht wie beim Lochstreifen ein Transportloch, wo man das Ganze kann durchziehen kann, sondern die wird durchgestoßen und wenn die irgendwo ansteht, dann verkugelt die. Also der Papierstau kennt ja jeder, glaube ich, irgendwo vom Drucker. Das ist da nicht anders. ...1964 hat es dann einen Streik gegeben von den Studenten. Die haben dann Free Speech Movement gehabt. Das Problem, das die hatten, ist, man hat ja nicht können mit selber bedruckten T-Shirts einfach auf die Uni gehen, sondern man hat ja müssen mit dem Anzug oder mit einer Uniform in die Uni gehen. Jetzt, damit man hat können zeigen, hey, ich bin jetzt auch einer, der streikt oder protestiert, hat man die Lochkarten so gestanzt und dann eigentlich mit einer Sicherheitsnadel angemacht und so zeigt, ich bin auch einer, der da mitmacht. Kunst hat es natürlich auch gegeben. Das war jetzt eine Geschäftsidee von einer Firma, die dann der Kunde hat wollte Glückwünsche für die Weihnachten schicken. Das ist von einem Tschech, der dann nachher so von glücklich auf skeptisch, auf staunend, auf das Essen nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das war jetzt mal jemand, das ist aus der Neuzeit raus. Da hat jemand ein mit einem alten IBM Mainframe, mit einem 1401, hat er versucht, Bitcoins zu rechnen und hat dann sich dann so eine Lochkarte gemacht, damit er auf Twitter etwas hat zum Posten. Das ist jetzt eine von mir, da habe ich eben in einer Anima-Forschungswoche habe ich dann eigentlich herausgefunden, wie ich dann das Koordinatensystem von einem Drucker auf einen Laserkarte kann zusammenbringen, weil ich habe gefunden kann, ja, man kann die heutzutage vielleicht mit einer Laserkarte herstellen, statt dass alles müssen stanzen. Und eines der Hauptprobleme ist, dass die Laserdrucker eine extreme Ungenauigkeit haben, die haben einen extrem schlechten Papiereinzug. Das heisst, ich habe links, rechts habe ich nach links 4 mm, nach rechts 4 mm. Wenn ich dann schaue, wie gross das Loch ist, dann haue ich jedes Mal daneben, oder? Und um die Koordinatensysteme aufeinander aufzubringen, ist das nicht ganz einfach gewesen. Und in der Anima-Forschungswoche habe ich das eben herausgefunden.
So, wenn man Lust hat, selber so eine Lochkarte zu machen, dann gibt es auf GitHub ein Shell-Skript, wo man sich herunterladen kann. Ich kann leider nicht anders programmieren, also Windows-Kollegen, sorry, müsst euer VM installieren. Und das macht dann eigentlich PostScript-Output, wo man dann nachher kann, zum Beispiel in, wir müssen da noch zuerst auf die Dimensionen gehen, das ist ja die Spezifikation, was jetzt so eine Lochkarte an Größe und Breite und wie groß das die Löcher sind und wie groß das auch die Toleranzen dürfen sein. Ich habe mir das Ganze dann umgerechnet auf PostScript-Punkt. Und dann nachher wird das eigentlich dann so für den Drucker rausgelassen und das ist dann für den Lasercutter, oder? Und man tut Rot und Blau eigentlich unterscheiden wegen Curve. Selbst ein Lasercutter hat ja eine gewisse Schnittbreite und ich wollte ja nicht auf der Linie links und rechts etwas davor wegnehmen, sondern es soll der Lasercutter von innen an die Linien oder von außen an die Linien ran, damit dann die Größe auch stimmt. Dann hat man so verschiedene Optionen, wie man die Karte gerne haben möchte. Mit dem links angeschnitten, rechts angeschnitten oder beides angeschnitten. Dann, welchen Kartentyp hat man gerne? Das ist ja eigentlich eine typische Datenkarte. Das ist eine weitere typische Datenkarte. Dann hat man da etwas spezifisch für Fortran-Programmierung. Man sieht auch da, die Felder sind fix vergeben. Und es hört auch da bei 72 auf. Leute, die so mit UUN-Code oder so zu tun haben, ja, wundern sich, weil man hat früher hat man eigentlich das auf 72 immer begrenzt, weil dahinter hat man sich dann den Platz reserviert, entweder für Zielennummern, wenn man den Start wohl durcheinander gebracht hat, um das wieder einsortieren können, oder als Programmidentifikation, damit man die einzelnen Programme kann unterscheiden kann. Das war eigentlich so reserviert gewesen. Oder eben, wenn man dann gerne Assembler programmiert hat, oder COBOL, oder eben auch so eine Jobkarte, hat es ja dann auch als Deckblatt gegeben, wo man dann am Operator übergeben hat, wo man dann vor allem auch hat können sagen, ja, die teuer und die günstige Variante, und der Operator so hat können Feedback geben. Dann, welche Maschine hat das gestanzt, weil die haben dann eine unterschiedliche Codierung gehabt. Die sind dann eine für Business und eine für Buchhaltung gewesen. Und das ist eine für Programmierung gewesen. Und das ist dann eben von der zweiten Maschine, die wir dann dort im Vortrag gesehen haben. Und dann die ist eigentlich schon der Vorläufer für das EBCDIC. Für all die, die sich wundern, warum das EBCDIC so eine komische Binärcodierung hat, kommt eigentlich alles aus dieser Lochkarte raus. Und aus dem heraus, dass man nicht hat dürfen, eine gewisse Anzahl Bits gesetzt haben, weil sonst die Lochkarte instabil war. Im Gegensatz zu ASCII, wo man einfach alles hübsch aufgefüllt hat, schön aufgezählt. So, wir können da noch ein Video schauen. Das ist dann nachher im Fairlab mit dem Lasercutter noch das Blatt unten dran, weil das gibt ja ziemlich viel Ruhe. Dann nachher die Karte, die man dann zugeschnitten hat und nochmal das Deckblatt oben drauf. Und dann kann man das quasi laufen lassen. Und da wird das einmal ausgeschnitten. Ja, das war's von meiner Seite. Irgendwelche Fragen, Interesse? Nicht. Sonst, eben, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch in den Stand kommen und eure Lochkarte selber stanzen. Oder ein Bildchen oder was auch immer. Danke.
Schönen.